Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns einfach mal ein Meme-Team angucken. Und zwar, wir starten mit einem Triple-Geist-Team und ich glaube, dass das ziemlich hart verlieren wird gegen Nachtara und gegen Zubiris. Aber egal, wir starten einfach mal direkt. Let's go. Ich wollte einfach mal was Lustiges ausprobieren, deshalb dachte ich mir, komm, wir nehmen Triple-Meme, Triple-Geist, let's go. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt das erste Mal im Hintergrund noch den Go Plus am Laufen, ob es hier zu irgendwelchen Verbindungsproblemen kommt. Aha, meine zwei Pokémon hinten sehen hiergegen aktuell besser aus, aber ich bleibe erstmal dran. Oder soll ich direkt rüber in Frostlass, also in Frostedie? Oh, ich weiß nicht. Komm, ich gehe rüber. Fange hier meine Attacke ab. Und ja, habe immer noch einen Schattenknochen am Start. Jetzt muss ich mal schauen, was ich machen werde damit. Und gucken, was du jetzt machst. Ich hol das Ding raus. 2, 3, 4. Ich werde jetzt hier einmal schilden und versuchen, direkt auf den Spukball zu gehen. In der Hoffnung, da ein bisschen neutralen Schaden rauszuballern. Oder schaffe ich zweimal Dings? Nein, zweimal Lawine schaffe ich wahrscheinlich nicht, ne? Aber das soll mich nicht stören. Denn ich habe mit Knogger immer noch die Knochenkeule, die da noch ein bisschen Schaden verursachen wird. Ah, schön, dass der landet. Okay. Ich bin im Schildrückstand und ich habe den Wechsel verloren. Ja. Ein gutes Ausgangsszenario hier. Komm, ich werde auch gar nicht weiterfarmen. Denn ich möchte hier Druck aufbauen. So, mehr lade ich nicht auf. Hoffentlich überlebt er das. Ja, perfekt. 2, 3. Oh, bitte nicht noch eine Attacke. Oh, wichtig. Perfekt. Das war great, ey. Das war richtig strong. So, jetzt kommt das Teil zurück. Und ja, was hast du noch hinten? Hast du hinten noch ein Kampf-Pokémon? Das schreit doch irgendwie nach Kampf, ne? Ich gehe einfach mal rüber, mal gucken, was du dann machst. Ich hole mir hier schon mal Energie. Das könnte wichtig sein später. So, ich verliere den Gleichstand. Ja, ich hätte vorher drücken müssen. Ich habe unterschätzt, wann er die Energie hat. Komm, ich schilde den ersten. Denn wenn du jetzt drin bleibst oder rauswechselst, kann ich immer noch den Eissturm drücken. So, noch ein bisschen extra Energie. Und jetzt hauen wir den mal raus. Ziehe ich deinen letzten Schild oder ist das Pokémon weg? Boah, das, Ah, ich krieg dein Schild. Okay, ich komme aber zur nächsten Attacke schneller als du. Und du fängst das, Ich weiß nicht, ob das Abfangen ist. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man das hier Abfangen nennen kann. So, jetzt muss ich so spielen, dass ich noch einen Eissturm ready habe. So. Aha. Jetzt kommt die Flora-Statue. Wie viel macht die? Kann ich zwei davon wegstecken? Ansonsten müsste ich gleich in Knogger rüber. Ich stecke nie im Leben zwei weg. Das heißt rüber. Eins, zwei, drei. Lass mich wenigstens noch eine Knochenkeule raushauen. Ja, die ist, nicht effektiv, das ist mir bewusst, aber ich brauche hier Schaden auf dem Teil, dass ich dich gleich runterfarmen kann. Und dann muss ich hoffen, dass meine Dings drüben landet, mein Eissturm. Ich darf nicht weiter angreifen. Ich darf nicht weiter angreifen, sonst farmt mich Altaria einfach runter. Bitte nimm mich raus. Oh, sogar Erdbeben. Wichtig. Das war nicht gut von dir. So, jetzt habe ich dich hier rausgehauen. Bam. Eissturm. Und das sollte theoretisch ausreichen, ne? Triple Geist, let's go. Ich musste mich runterfarmen lassen. Ja. Bam. Nein. No. Yes. Hey, knapper geht's da echt nicht. Mit einem KP noch. Sehr, sehr schön. Ich musste mich gerade kurz räuspern, deswegen war da eine Sekunde Pause. Ey, geil. Ich durfte mich tatsächlich. Ja. Ich musste das so ausspielen, dass er seine komplette Energie ausgibt. Das Erdbeben war wichtig. Hätte er da mit der Flora-Statue angegriffen, hätte er mir vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das ausgereicht hätte. Oh, wichtig. Sehr schön. Da können wir doch mal direkt anknüpfen. Was kommt raus? Oh, da muss ich rüber. Ah, viel zu spät. Viel zu spät gewechselt. Ah, nicht gut. Echt nicht gut. Aber ich kann hier Druck aufbauen. Ne? Ich schild den ersten, falls das hier aus irgendeinem Grund der Orkan schon sein sollte. Nein, dann kommt hier gleich nochmal der zweite Meteorologe. Bam. So, deine Animation war noch nicht ganz vorbei. Das heißt, ich kann hier schon mal ein bisschen Druck aufbauen. Und ja,
Alle meine Geister haben gerade gutes Play gegen Bisaflor, von daher passt das. Zweiter Schild. Nehmen wir einen zweiten, ne? Ja. So baue ich auch Druck auf. Bam, jetzt kommt der nächste. Und theoretisch hast du noch einen am Start, ne? Du hast noch einen in der Hinterhand. Ah, das ist tricky gerade. Das ist wirklich tricky. Oh. Wichtig. Aha, geile Sache. Jetzt habe ich mir die Führung den Wechselvorteil geholt. Ja, das ist auch okay. 2, 3, 4. Ich schaffe den Spukball nicht. Ich muss hier drauf gehen. Und danach muss ich halt mit Knogger versuchen, so viel Druck zu machen, wie es geht. Ja, das wird noch sehr, sehr knifflig hier. Boah, das landet. Wie geil war das denn? Ich überlebe auf jeden Fall drüben einen Steinhagel. Und du hast unmittelbar eingesetzt, nachdem du die Energie hattest. Das heißt, Bisaflor und Druck, ne? Knogger und Druck machen. Und mein Triffzeppeli hat auch noch gute Karten gegen sein Bisa. Von daher, ja, schick. Aha, Schild ist da. 3, 4, 5. So, hoffentlich fängst du keine Attacke ab. Bitte nicht. Bleib drinne. Und nicht das Erdbeben. Das nimmt mich raus. Nicht das Erdbeben. Oh, sehr schön. Ich hau direkt. Bitte nicht wechseln. Nicht wechseln. Nicht wechseln. Nicht wechseln. Oh, lecker, lecker. Dich hau ich jetzt komplett raus. Und ich gehe direkt auf Drift Zeppeli. Du hast drüben noch nichts eingesetzt. Von daher sieht das sehr, sehr gut aus. Bam. Ja, nice Sache. Und du gibst auf. Ist das geil. 2-0 mit einem Triple Geist oder was? Erzählen wir doch keinen. Ey Leute, ich weiß, die meisten sind übel drauf fixiert, Punkte zu machen und aufzusteigen und aufzuleveln und das überall zu posten. Guck mal hier, ich bin der Größte, ich habe jetzt den nächsten Rang erreicht und so. Aber wisst ihr, wie geil das ist, wenn ihr so ein Meme-Team macht und damit einen Sieg holt und dann zweimal hintereinander? Das fühlt sich mega an. Das ist einfach echt witzig, das macht richtig Bock. Oh, ouch. Autsch. Okay. Das, ja. Ciao. Das Ding nimmt mich komplett raus. Ich muss hier versuchen, so viel Druck zu machen, wie es geht. Und ich gehe direkt immer auf die... Ich werde hier sogar in der Führung direkt beide... Ja, ich werde zweimal schilden. Beziehungsweise einmal. Öfter brauche ich nicht schilden, weil er mich dann runtergefarmt hat. Oh, oh, oh. Ja, das sind so die anderen Sachen, ne? Okay, dann sieht's doch nicht schlecht aus, wenn er hier gar nicht schildet. Ich habe noch mal eine Attacke rausgekriegt. Mir ist das ein Schild wert, ganz ehrlich. Ich schaffe noch eine dritte Attacke. Ey, wenn er das jetzt... wenn er wüsste, was ich hinten habe, hätte er auf jeden Fall mal geschildet. Ohne Mist, wenn er meine Backline gleich sieht, ne? Im Verlauf des Kampfes denkt er sich auch so, meine Fresse, hätte ich einfach mal Boltoros geschildert und alle drei runtergefarmt. Oh. Ja, hol dir ruhig Energie. Ich schaffe leider keinen mehr, aber ich mache ein bisschen Druck noch. Jetzt gehe ich in... Wo gehe ich rein? Ich gehe hier rein. Denn hier kann ich... Ja, ich muss einen zweiten Schild reinbuttern. Aber ist es nicht so tragisch, wenn er ein Schild im Vorteil ist? Das sieht gar nicht so schlecht aus. Von daher fahren wir das Ding einfach runter. Und zack, jetzt kommt das Teil raus. So, jetzt können wir das Teil versuchen, ein bisschen runterzufarmen und ein wenig Druck zu machen. Da bin ich mal gespannt. Oh! Und jetzt gehe ich hier rüber. Er hat die Psychokinese höchstwahrscheinlich am Start, ne? Aber ich habe drüben noch ein bisschen Energie und er farmt. Er farmt, ja. Ice Heap macht Sinn, stimmt! Der kann auch den Ice Heap haben. Ah, da kommt die Psychokinese. Wechselt er raus? Dann setze ich jetzt ein. Ich möchte hier nicht noch mehr Schaden draufkriegen. Von daher muss ich mal gucken, wie ich das jetzt hier regel. So. Zack. Ah, er geht drauf. Was ist denn? Okay, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Ich kann dich hier abschwächen. Oh, das ist lecker. Das ist lecker. Du musst gleich auf jeden Fall auf die Flora-Statue gehen, sonst hast du hier ein Problem. Ey, Triple Geist ist die neue Meta, oder was? Ah, ich kriege leider kein Schild. Aber ich dürfte, glaube ich, noch ein bisschen Energie auf Frostless haben. Also auf Frostetie, oder? Schaffe ich zweimal Lawine, bevor er eine Flora-Statue schafft? Und überlebe ich das hier? Ah, er kann sogar noch einmal farmen.
So, nein, ich schaffe keine zwei Lawinen. Kann ich ihn runterfarmen? Ich muss jetzt auf den Farmdown gehen, ne? Denn zwei Attacken schaffe ich nicht und das werde ich hier, glaube ich, leider auch nicht mehr überleben. Boah, das Boltoros aus vorne hat mich einfach auseinandergenommen. Ah, schade. Na, das wäre so lecker, hätte ich da nochmal eine Absenkung geschafft. Jetzt denkt er sich auch so, boah, das war noch knapper, als es hätte sein müssen. Hätte ich einfach Boltoros geschildert. Ja, crazy. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Oh, ein Expert. Ja, da komm mal her. Komm mal ran da auf den Meter. Ich zeig dir mein schönes Meme-Team. Und let's go. Ja, aber. Oh, okay, das geht. Das ist gar nicht so verkehrt. Und bleibst du drin? Du gehst raus. Dann hast du vielleicht hinten noch ein Eis-Pokémon oder keine Ahnung was, aber man kann doch. Okay, man sieht das erste Pokémon oder lässt du dich runterfallen? Denn runterfallen lassen macht auch keinen Sinn, ne? Egal, 3-1 nehme ich mit. Positiv auf jeden Fall. Da kann ich mich nicht beschweren, ne? Ja, beschweren kann man sich da eher weniger. Ich muss. In der Führung, das ist nicht gut. Frostless, Safe Switch. So, 1, 2, 3, 4, 5. Meteorologe ist am Start. Wird er jetzt einen rausballern und danach rauswechseln? Werde ich den schilden? Komm, ich schilde den mal. Ich hoffe jetzt nicht, dass da noch ein Boltoros kommt, das mich runterfarmt. Du bleibst drin. Du bleibst nicht drin. So, ich gehe mit der ersten Attacke auf Spukball. Und danach nur noch auf die Lawine. Und mein Drift Zeppeli ist auch noch gar nicht so verkehrt gegen Pelipper. Aha. Der dicke Schaden kommt. 3, 4. So. Entweder ziehst du mit den Schilden gleich oder ich nehme dich raus. Dann habe ich mir den Wechselvorteil wieder zurückgeholt. Wofür entscheidest du dich? Du machst das spannend, zeig mal her. Aha. Ah, du farmst sogar noch weiter. 7. 7 hast du. Kann ich hier schilden? Ich glaube nicht. Aber ich kann dich runterfarmen hiermit. Und dann kann Pelippe auch gerne wiederkommen. Denn ich kann dann immer noch gut Druck machen mit meiner Attacke. Ja, komm. Drück mir ruhig den Himmelsfeger. Dann reicht ein Meteorologe auf jeden Fall aus. Ich werde mein Schild noch für Drift Zeppeli brauchen. Und ja. Komm ruhig ran auf den Meter. Mit deinem Pokémon. Zeig mal her, komm. So, Pelipper kommt. Schattenknochen auch. Deine Attacken sind neutral, deine Sofortattacken, meine sind resistiert. Da du halt den Wassertypen hast. Aber die ist ebenfalls neutral und die drückt. 2, 3. Und du nimmst mich auch direkt raus. Dann hast du vielleicht hinten noch irgendwas, das entweder Geist oder Feuer nicht sehen möchte. Sonst hättest du noch gut overfarmen können. Aber ich bin komplett zufrieden damit hier. Okay. 2, 3, 4. 5, lass mich den ersten bitte vor dir raushauen. Das heißt, ich kann gleich die erste Attacke von dir schilden. Und muss gucken, dass ich vielleicht 2 oder so davon überlebe. Oder 3 oder 4. Oder 5. theoretisch kann ich hier rausgehen, das wird leider nichts mehr. Aber es hat trotzdem mega Bock gemacht, dieses Team hier. Das fand ich gar nicht so verkehrt. War schon recht lustig. So, jetzt kommt er. Und der bringt mich, glaube ich, kurz. Ja, doch, Richtung Gelb auf jeden Fall. Fast die Hälfte sollte er mir damit abziehen. Ja, und danach kann ich noch einen überleben, aber dann kann mich einfach Pelipper runterfarmen. Er hat noch ein. Ja, er hat noch ein Schild und jo, läuft. Läuft bei ihm. Von daher kann ich das hier theoretisch sein lassen. Aber komm, lass ihn nochmal eine Attacke einsetzen. Ja, jetzt fängt er hier sogar noch ab, um seinen. Ja, alles richtig gemacht. Meine Attacken mitgezählt. Jetzt hat er seinen Debuff zurückgesetzt. War schon gut, wie er es spielt. Aber ich meine, es ist gar nicht nötig. Jetzt kommt hier die Attacke. Die nimmt mich dann auf jeden Fall raus. Ich hätte jetzt auch schon lange rausgehen können. Aber hey, komm. Wofür soll ich euch jetzt noch die 2 Sekunden hier ersparen? Ist jetzt auch nicht großartig viel. Sieht man, wie mein Pokémon drauf geht. Ist doch auch mal witzig. Egal, positiv geblieben. Aber war schon schön, ey. War schon echt schön. Und ich glaube, dass ich jetzt damit wieder auf die 2,5 kommen sollte. Komm, 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 fabelhaften. Und Boom! Soll ich beim fabelhaften Wurf auch so einen Boom oder so einblenden? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Und ich würde jetzt gerne euer Feedback hören, wie ihr das Team fandet. Ob ihr das cool fandet, einfach mal
weiß ich nicht, so ein witziges Team zu sehen, wo man sich jetzt nicht denkt, ah komm, wie hole ich am besten Punkte, wie steige ich am besten auf? Ja, Richtung 2,5 geht's wieder. Alles klar. Hat mich gefreut, dass ihr am Start wart. Wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.